Eine Welt ohne zwischenmenschliche Beziehungen. Viele Probleme wären gelöst, aber noch viel mehr wunderschöne Momente würden fehlen. Der Peter Haas Ackermann ist ein Beziehungsberater und weiss genau über die verschiedenen Probleme Bescheid. Bei jungen Pärchen löst vor allem die Eifersucht grosse Zweifel aus. Dank dem Internet, da gibt es ja eine riesige beliebige Auswahl, oder? Von immer noch besseren, die man könnte haben. Und da sind alle immer im Stress, oder? Wer die bald einmal austauscht. Und wenn du nach 5 Minuten nicht geantwortet hast und online warst, bist du ein riesen Drama. Ein riesen Drama kann es aber auch bei älteren Pärchen geben. Leute, die schon länger zusammen sind, haben aber ganz andere Gründe zum Streiten. Bei den älteren Pärchen ist es so, wenn sie Kinder haben, dann haben sie ganz sicher viele Möglichkeiten zum Lämpen haben wegen der Erziehung. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wegen dem Stutz streiten kann. Was bei Jugendlichen noch nicht so ein Thema ist. Eifersucht kann es auch dort noch geben, aber was natürlich bei älteren Pärchen auch vor allem oft ist, oder? So der Alltag, der Tropf vom Alltag, wenn du nicht etwas tust, damit es lebendig bleibt, dann geht es nur noch den Bach ab. Das Wichtigste für den Paartherapeut ist, dass man zuerst mal mit sich selber zufrieden und glücklich ist. Für die St. Gallerinnen und St. Galler ist das Reden das Wichtigste. Das Schlimmste ist definitiv nicht zu sprechen. So geht man auseinander und weiß nicht, wo der Partner steht. Hinter dem Rücken vom anderen etwas machen. Oder ja, einfach das Zeug nicht erzählen und nachher kommt es irgendwie doch raus. Für den Peter Haas Ackermann ist eine Beziehung wie eine Musik machen. Das Zweite tönt es einfach viel schöner wie allein. Wenn es aber trotz allen Bemühungen nicht harmoniert, bleibt nur eins. Wenn du also merkst, dass dir einfach der andere wirklich nicht mehr gut tut oder die andere, weil einfach die ganze Energie dir immer weggeht, wenn du einfach im Dauerstress bist, wenn du eigentlich den Kiefleten immer hast und so, dann musst du einfach wirklich sagen, jetzt ist es glaube ich einfach gut, Stecker ziehen, für Abend.